Wunderbar. Ja, hallo und hier ist wieder euer Matti und der Stechi. So, also 8 Bronzen sind fertig und Hartholz habe ich dir auch reingepackt, dieses Kernholz. Ah, okay. Matzes Grillstation. Kannst du gerne nutzen, das geht echt schnell. Alter, ich krieg hier Kisten nicht mehr auf, ey. Witzigerweise geht es bei mir jetzt flüssig. Hat sich das schön verschoben hier. Kernholz. Schmiede. Was wollte ich machen? Ich hatte jetzt die Bronze-Dings. Bronze so. Ach so, das ist edles Holz. Okay. Irgendwo muss ja dann das Kernholz liegen. Da. Wollt ihr noch den Flug machen? Oder soll ich erstmal auf was anderes gehen? Irgendwie auf Bronze-Faustschild oder sowas? Also mir ist es egal, auf was du gehst, aber so ein Flug für Landwirtschaft wäre auch schon nicht verkehrt. Versuchen wir es einfach mal. Learning by doing und testen. Oh, neues Bauobjekt. Kultivieren Gras und Karotten. Buchensprösslinge könnte ich jetzt auch machen. Geil. Aber Feld musst du umzäunen, sonst fressen dir die Wildschweine alles weg. Diese leidliche Erfahrung musste ich auf meinem Server machen. Ah, okay. Also Holz hacken. Ich hätte hier mal angefangen, eine kleine Palisadenzaun zu machen. Dann reiße ich den erstmal weg. Dass ich erstmal noch genug Holz habe. Oh, da hinten kommt einer. Hallo. Gigi, kannst du mal kurz rauskommen aus dem Häuschen? Warte, immer noch schnell Pfeile machen. Hm. Ich würde mal zeigen, hier mit der Waffe. Ich hoffe, du kannst es dann noch sehen, zeitnah. Ja, seh dich. Okay, also das ist der normale Angriff. Also du stößt dann quasi. Ja. Und dann hast du noch Sekundärangriff. Da machst du quasi eine so. So ein Rundschlag. Der nimmt aber extrem viel Ausdauer weg. Bei mir ist Maus 3 Sekundärangriff. Hier ist ein ordentlich so ein Mut. Also, das ist normal schlagen bei mir. Sekundär wäre das. Genau. Und sekundär ist bei mir dieses Geriffelte. Da sollten wir uns ordentlich durchschnitzeln können. Gerade wenn du halt wirklich mehrere Leute hast, da kannst du dann einfach mal so ein Ding ranpacken. Und machst halt überall gleich viel Schaden. Also ist schon ganz cool. So, dann umzäune ich mal hier ein kleines bisschen. Wo ich mache erstmal hier ein paar Fackeln hin. Ansonsten sehe ich hier nichts. Oh mal. Hier noch eine Fackel. Hier noch eine Fackel. Hier. Da. Okay, da fehlt mir das Herz. Okay. Gut zu wissen. Okay, wie funktioniert das jetzt hier mit der Hake? Okay, ich kann hier kultivieren, ich kann Gras machen, ich Na, sag. könnte Karottensamen machen, Tannenschößlinge und Buchenschößlinge machen. Erstmal musst du ja die Erde aufbereiten, dass sie so matschig aussieht. Ja, ist gerade dunkel, also ich sehe gerade relativ wenig. Warte mal, kann ich das zeitgleich machen? Das, was ist das? Nee. Ja, ich kultiviere gerade. Das erste jedenfalls, was du zur Auswahl hast, das müsste erstmal das Plätten sein. Genau, das mache ich ja gerade. Was genügend ist, weiß ich nicht. Das einfach mal ausprobieren. Gut, dann setzen wir mal hier ein Zäunchen drumherum. Erstmal so ganz. Ich würde Ein sagen. Baum gefällt und 6 fallen um. Was? Ich habe einen Baum gefällt und 6 fallen um. Upsi. Würde sagen, wir machen erstmal so ein ganz kleines Testfeld. Und gucken erstmal, wie das hier irgendwie so funktioniert. So, wir müssen das jetzt hier rumbasteln, dass sie auch snappt.
Nee. Okay, die Zäune snappen halt echt scheiße. Was ist denn der Zaun so snappen? Mir die Snips, ne? Hä? Robot! Übelste Palisade, die du hier hinzimmerst. Oder stand die schon? Oder Die ist gefühlt schon seit. Die habe ich schon wieder zum Großteil weggerissen, also. das sehe ich halt zum ersten Mal. Ich werfe dir sogar gleich mal ein paar Karottensamen hin vor Jo. dich. Kannst auch mal testen, wie man die einpflanzt. Ich baue erstmal schnell hier noch die Umzäunung hier ein bisschen. Wie gesagt, ich mache erstmal so ein ganz kleines Testfeld, dass wir erstmal sehen, dass hier überhaupt funktioniert. Na los, kommst. Es ist snappen tun hier die Zäune richtig scheiße. Okay, ich brauche Holz. Holz war die. Der Matti geht Holz hacken. Oder ich reiß erstmal das Ding hier wieder ab. So. Hinzugefügt 16 Holz. Okay, bauen. Los, komm jetzt. Snappe auch mal richtig hier. Schnipp, schnapp, snappe die Nap. Das ist eine Scheiße, junge Mutter, Scheiße. Ja, so sollst du es snappen. Ja, nicht so, so. Aber nicht da. Toll. Ja, so. Also schön wird es am Anfang jetzt nicht, aber es wird hoffentlich dann erstmal praktikabel. Nicht schön, aber hässlich. Ja. Sinngemäß, ja. Ja, das snappt hier total beschissen. Das muss ich gerade mal echt mal sagen bei den Dingern hier. Da müssen sie noch mal ein bisschen ran. So. Marlies Haus. Okay. Bin ich jetzt hier drinne, dann mache ich da auch mal eine Fackel in die Mitte, damit ich auch mal sehe, was passiert. Ach ne, hab ich leider das nicht mehr zur Verfügung dafür. Oh, wir könnten jetzt auch einen Kessel machen. Wegen Essen. Ja, da hast du dann fortgeschrittene Rezepte. Kannst du Ach geil. Suppen machen, Karottensuppen, Marmelade. Und einen Fermentierer. Da weiß ich aber nicht, wie der funktioniert. Den habe ich bei mir schon gebaut. Ich dachte, da kann ich Früchte reinschmeißen, aber da passiert nichts. Also, Okay. keine Ahnung, was da rein muss. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal ein. Da bräuchte man auch 5 Bronze und 10 Harz. Na, Harz, kein Problem. Bronze müsste. Ja, soweit ich. Was macht denn der Schmelzer? Oh Gott, ist das viel. Das hier liegt. Ah, Wächterstein. Also wenn du hier wirklich PvP spielst, kannst du so einen Wächterstein bauen. Ist ja auch geil. Gut, die 6. Ah. Achso, das ist hier die Haken wahrscheinlich, die ich in der Hand habe. Okay, krass. Ja, gerade ein bisschen schade, dass es dunkel ist. Aber ich kann es hier auswählen, Karotte. Ah, das ist ja geil. Kling. Hast du es hinbekommen? Kling. Kling. Ja, musst du einzeln zwar setzen, aber. Fehlende Voraussetzung, keine Karottensamen mehr. Aber ich könnte zumindest 5, 6 Karotten setzen. Ich guck mal.
mal, ob ich auch noch welche habe. Hat doch auch irgendwo schon mal was gesammelt. R. Kiste öffnen. Buchensamen? Löwenzahn? Eine Buchensamen könnte man auch machen. Könnte man so unsere eigenen Bäumchen hier pflanzen. Buche? Okay, also mein Inventarmanagement muss ich bei Bedarf echt nochmal anpassen. Das ist mal wieder unter aller Kanone. Ah, das ist sie, hätte ich auch noch. Ach, Kupfer, das wollte ich auch noch mit rüberbringen. Okay, ich esse mal so einen leuchtenden Pilz. Eine Keule. Kiste. Bernstein. Buchensamen. Nixentrophäe. Hatte ich denn die? Hatte ich die unten? Werkbank. Kiste. Jo, hier habe ich auch noch drei Karottensamen. Und die Skelettdinger. Die brauchte ich ja auch noch mal. So. So. Springen wir mal hier rein. Nummer 6. Ling. Mal hier vorne mal ein bisschen Karotten. Bum. Okay. Und Samen sind schon wieder alle hier. Ah, das Coole ist, du kannst jetzt auch wieder hier mit Gras auffüllen. Also falls du mal dich verbaut hast, kannst du schön alles schick machen. Ja, dann bräuchte ich jedes wie kaputt. Nee, ich mache nur Gras wieder, dass hier wieder schick aussieht. Tja! Ich brauche Fleisch. Fleisch. Bin ich mal gespannt, wie lange die Karotten brauchen. Zum Ja, Wachsen. Mutter. Schon. Karotte gesund. Steht hier. Karotte gesund. Karotte gesund. Karotte gesund. Kannst du auch so eine Suppe nachher machen? So, die 6. Aber der Fermentierer, wie gesagt, dieser Holzbottich, keine Ahnung, was da rein muss. Okay. Hast du mit Pilzen probiert, mit Himbeeren, mit Heidelbeeren? Keine Ahnung. Ja, cool, können wir eigentlich da gleich reinschmeißen. Ach, jetzt hast du hinten zugemacht ein bisschen. Okay. Ah, ja. Braucht gerade ein bisschen Holz. Bronze ist auch fertig, 12 Stück. Ah, sehr schön. Ich habe auch noch 3 auf Tesch. Sag mal 15. Okay. Können wir mal gucken, was wir da bauen können. Was macht denn jetzt noch Sinn? Ich sag mal, Sinn macht ja gefühlt fast alles. Richtig. Ich sag mal, von dem Flug brauchen wir ja nur einen. Also da müssen wir ja nicht ungefähr alles machen. Das stimmt. Oh, du fühlst dich ausgeruht. Bequem 2. Auch nicht schlecht. Ich update mal einmal meinen Bronze-Attischier. Dass ich da quasi. Und einmal die Bronze-Axt, dass die sich nicht mehr allzu sehr abnutzt. Okay. Dann haben wir das. Und ich könnte doch noch irgendwas bauen. Die 8. Was ist denn den Kessel? Den wollten wir mal ausprobieren. Und den Fermentierer. Für den Fermentierer brauche ich noch 5 Holz. Die sollten wir noch haben. Oder? Habe ich mich jetzt verguckt? 8. Fermentierer. Ah ne, ein bisschen mehr. 10 Harz und 30 edles Holz. Okay, Harz sollten wir auf alle Fälle zusammenbekommen. Bronze tue ich mal hier rein. Adrenalin. Ah. Das ist edles Holz, da haben wir schon mal Zähne. Ich noch mal ein bisschen losrennen für Dings. Okay.
Pilzchen. Ich nicht irgendwo eine Kiste mit haufenweise Harz. Okay, da hab ich bloß die Werkzeuge. Das ist die Hacke, das ist das. Okay. Wie hast du das hier hinten gedacht? Weil ich komme jetzt hinten an den Auspuff gar nicht mehr richtig ran. Wo? Unsere Schmiede. Achso, musst du drüber springen. Okay, gut. Müssten wir wahrscheinlich hier mal noch ein bisschen ausbauen. Okay, wenn du oben auf dem Kohlemeiler stehst, kriegst du Schaden. Da kriegst du Schaden. Jetzt ist eine Treppe hier hinten, ne, Madi. Achso. Ich hätte einfach die Wand vielleicht weggerissen und einfach hinten noch ein bisschen so einen Durchgang. Können wir immer noch machen. So. Oh, hier liegt noch eine Keule rum, die nehmen wir natürlich mit. Guti, edles Holz. Keine Ahnung, wo ich das andere alles hingeschmissen habe. Kann man mal suchen. Baumstumpf. Aber irgendwo hat man noch Birken. War noch hier im Wald noch mehr als genügend. Da grinsen mich doch auch schon ein paar an. Birken. Ja. Na, für die Fermentierer braucht man nämlich edles Holz. Deswegen. Mhm. Schlag mal lieber so rum. Nicht, dass er mich erschlägt. Ach. Nein, aber dafür ist die Bronzeaxt zu schlecht. Sag doch. Was hast du? Eine Eiche als Baum gefunden. Dafür reicht aber die Bronzeaxt noch nicht. Ach du Scheiße, okay. Mach eine Eisen. Ist das ein Buche? Da hinten ist noch eine Birke. Ist auch eine Buche? Ah, hier um den Stein drumherum sind noch haufenweise Birken. Also. Sollte man ein paar wegkriegen. Aber wollte ich mal sagen, waren wir doch bisher eigentlich schon ganz erfolgreich gewesen. Also haben wir schon einiges geschafft jetzt hier. Mhm. In den... Ja, nicht ganz 2 Stunden. Hinzugefügt Edelholz. Okay, da habe ich 30. Was brauchte ich dafür? Verschiedenes. Fermentierer. 30 edles Holz, 10 Harz, 5 Bronze und die Schmiede. Aktuell 3 Harz. Siehst du da irgendwie eine Beschreibung, was da reinkommt? Warte. Fermentierer. Nee, leider nicht. Können wir jetzt mal bei Hiwin gucken? Schmelzofen, Spitzhacke, sich eingewöhnen, E-Tier. Nee. Ist leider nicht als Punkt irgendwo benannt. Okay, bei R. Renne ich mal schnell zurück. Oh, ich hab mich verlaufen. Hier wollte ich schon hin.
Okay, das machen unsere Karotten. Bin ich mal gespannt, wie lange die brauchen. Pilz, Bäre und Keule. Okay, hier habe ich mehr als genug Harz. Ein Harz soll es nicht mangeln. Ist quasi hinterhergeschmissen. Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall müssen wir den auch hier anscheinend in der Schmiede bauen. Oh, ich habe eine Krypta gefunden, ne? Mit Skeletten. Bist du schon wieder im Dunkelwald? Ja, ich bin mal ein bisschen erkunden gegangen. Ah, okay. Noch ein Fragment da. Ja, die werden auch wichtig. Okay, 8. Ah, cool, jetzt kann ich den Fermentierer bauen. So, ich habe mir jetzt mal hinten in der Ecke reingesetzt. Mhm. Fermentieren. Du hast keine Objekte, die verarbeitet werden können. Ja, was, ich weiß nicht, was da rein soll. Sitzt hier irgendwo Higuin? Nee. Grad auch keine, ich habe auch gerade keine Bären oder so auf Tesch. Okay, ich mach mal hier. Ein bisschen Kohle befeuern. Hm. Mit Holz. Okay. Hm. Hat auch kurioserweise unsere Dings nicht irgendwie geupdatet. Unsere? Na, wie heißt es? Die Werkbank oder auch die Schmiede nicht geupdatet? Na, nicht alle Objekte updaten. Ich glaube, das Fass hat kein Sternchen dahinter. Das heißt, es zählt nicht als Update. Ah, okay. Okay, wir könnten auf alle Fälle noch eine Werkbankverbesserung machen. Also dann auf Stufe 4. Das wäre die Dechsel. Bräuchten wir 3 Bronze und 10 edles Holz. Mhm. Würde ich mal bauen und bei dir irgendwo versuchen zu platzieren an der Bude. Okay, wir haben nur 2 Bronze. Mhm. Warte, ich nehme erstmal das auf Tisch. Das ich hinten sage. Ach nee, müssen wir drinnen machen. Total daran gewöhnt, dass man hier drum rumlaufen muss. Jetzt rufen. Toll, nehme ich jetzt wieder raus. So. Kohle ist genug drin. Das auch. Die Wechsel. Die Kiste öffnen. Das. Irgendwann hatte ich da noch raupenweise edles Holz abgelegt. Was denn das? Ja. Ach nee, das ist Kernholz. Kernholz. Edles Holz. Nee, scheine ich auch nicht mehr zu haben. Auch hier unten nicht. Schade. Dann muss ich nochmal los edles Holz holen. Ach, du bist ja irgendwo mitten im Nirgendwo. Ich bin in so einer Krypta. Hab mal eben 7 Sortlingkerne geholt. 15 Bitte für dich. Rubine, Bernstein, alles dabei. Cool. Bin stolz auf dich, Stichi. Ich auch. Also geht das bei uns hier quasi noch ein gutes Stückchen weiter in den Wald rein, ja? Hm. Na los, komm, mach doch mal den Baumstumpf viel kaputt. Guti, ich muss mal ein bisschen Fleischbrocken hier essen. Fleisch. Das gute Fleisch.
LOL, die haben gerade einen Raben kaputt gehauen. Diese Graylings. Okay. Einfach Trophy Clash, das ist tot. Ich nehme die Federn mit. Nur bekloppt oder was? Was hat er mir ganz komisch hier gerade angezeigt? Wer weiß. Was wird mir gezeigt? Ja, das war gerade ein bisschen komisch gewesen. Irgendwie kleine Anzeigefehler an der Map. Ich renne nämlich gerade auch mal ein kleines bisschen in der Weltgeschichte rum. Oh, Wildschwein. Schwein. Ein Schlag kaputt. Fähigkeit verbessern vom Holzhacken, Stufe 26. Perfekt. Ja, ich nehme hier auch noch mit. So, naja, junger Mann. Die 4. Oh, hier sind aber echt schön viele Birken. Viele Rehe. Geil, Arschuss tot. Bernstein. Auch eine Truhe gefunden. Unterwegs. War noch ein Haus, was wir nicht gelootet hatten. Winterbiom da hinten. Was ist Winterbiom? Na, die Schneeberge. Ah, die Schneeberge. Diesmal ohne Eisdrache und ein bisschen flacher. Ja. Will ich mich wieder ein bisschen schauen, ob es da vielleicht Eisen gibt oder sowas. Irgendwas Besonderes. Mhm. Ich kunde gerade auch mal so ein bisschen Neuland hier. Ist vielleicht irgendwelche neuen Baumsorten oder irgend sowas, was man durch Dummzufall vielleicht findet. Aber gerade ein bisschen schade, dass wir doch nicht gemeinsam die Karte aufdecken. Weil ich sehe nur, du bist halt doch noch ein gutes Stück von mir entfernt. Ah, warte mal, Löwenzahn? Ich nehme mal Löwenzahn und sowas mit und Pilze. Da können wir mal gucken, ob wir die irgendwie in den Fermentierer vielleicht reinschmeißen können. Löwenzahn im Fermentierer? Probieren. Oder wir müssen dann da die Karotten reinpacken. Kein Platz im Inventar. Toll. Bärchen. Ist hier auch wirklich einer? Bärchen. Du. Aber wenn du sagst, du warst in der Krypta, ist dann da hinten nochmal irgendwie eine Art Dunkelwald oder war die einfach so da, die Krypta? Dunkelwald. Dunkelwald. Hm. Na, aber gut zu wissen, dass wir da quasi in der Ecke auch nochmal einen zumindest halbwegs in der Nähe haben. Falls uns mal in die anderen die Materialien ausgehen. Was ja wahrscheinlich ziemlich bald so sein wird.